glaubst wahrscheinlich, dass Guinness-Weltrekorde etwas sind, was nur wenige Auserwählte schaffen können. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass es Rekorde gibt, die du buchstäblich jeden Moment selbst brechen kannst und das ohne dein Zuhause zu verlassen? Für einige brauchst du nicht mal eine spezielle Ausbildung. Na, bist du bereit, dich selbst herauszufordern? Nummer 1. Schlag den Becher. Es scheint, dass ein Becher-Percussion-Ensemble eine ziemlich fantastische Sache ist. Ein solcher Auftritt in Xi'an, China, schaffte am 21. Mai 2017 einen Guinness-Weltrekord. 2398 Menschen versammelten sich und performten das Lied Pursuing. Es ist ein Lied des Rekordhalters Du Tianlu, der es geschrieben und später während der Aufführung gesungen hatte. Es dauerte 6 Minuten und 5 Sekunden. Das klingt ziemlich erstaunlich, aber wenn du genug begeisterte Freunde hast, kannst du ja versuchen, diesen Weltrekord zu brechen. Nummer 2. Das längste menschliche Domino. Im Jahr 2010 schufen Bürger und Studenten von der Stadt Ordos, China, die längste menschliche Dominolinie. Sie war 7,2 Kilometer lang und bestand aus 10.267 Menschen. Es ist schwer zu glauben, aber diese Teilnehmer verbrachten 69 Minuten und 43 Sekunden damit, diese ungewöhnliche Dominolinie zu vollenden. Du wirst diesen Weltrekord wahrscheinlich nicht zu Hause wiederholen können, aber falls du einen großen Garten hast, naja, warum denn nicht? Nummer 3. Erbsenblasen. Nein, es ist nicht das, was du denkst. Hast du dich jemals damit amüsiert, Erbsen wegzublasen? Du weißt schon, das Gemüse? Ja, dann hast du jetzt die Chance, den Rekord von Kobe Cotton aus den USA zu brechen. Er schaffte es, eine Erbse 8 Meter weit wegzupusten. Dieses erstaunliche Ergebnis fand am 13. Februar 2018 statt. Das Geheimnis dabei ist, eine starke Lunge zu haben und etwas Glück, um eine perfekt kugelförmige Erbse zu finden. Wenn du beides hast, ja, dann los geht's. Stell diesen neuen Weltrekord auf. Nummer 4. Klammere dein Gesicht. Silvio Sabba aus Italien stellte am 27. Dezember 2012 einen seltsamen und wahrscheinlich ziemlich schmerzhaften Weltrekord auf. An diesem Tag hat er sich 51 Wäscheklammern ins Gesicht geklammert. Er brauchte nur eine Minute dafür. Hast du eine hohe Schmerztoleranz und viele Wäscheklammern, dann sind deine Chancen groß, dass du diesen Rekord ohne Probleme brechen kannst. Nummer 5. Tritt es weg. Silvana Chamoun aus Waterloo, Kanada, wurde eine berühmte Rekordhalterin, nachdem sie 2016 59 Gegenstände innerhalb einer Minute vom Kopf anderer Leute getreten hatte. Seitdem konnte niemand ihren Rekord brechen. Glaubst du, du könntest es schaffen? Dann solltest du wissen, dass Silvana 19 Jahre lang Kampfsport betrieben hatte, bevor sie den Weltrekord aufstellte. Eigentlich machte sie diese Kick-Off-Sache nur, um ihre Fähigkeiten zu testen. Und offensichtlich hat sie das mit Bravour bestanden. Das war sicher ein atemberaubender Auftritt. Nummer 6. Tennisbälle-Rekord. Wenn du weißt, wie man das Gleichgewicht hält und mit Tennisbällen umgeht, kannst du versuchen, einen weiteren Rekord von Silvio Sabba zu brechen. Das ist der Mann, den ich bereits erwähnt habe, der anscheinend viel Zeit hat. Der Italiener schaffte es, satte 26 Tennisbälle in nur einer Hand zu halten. Ich frage mich, wie die alle da reingepasst haben. Glaubst du, du kannst mehr halten? Nur zu, probier es aus. Nummer 7. Klebriges Geschäft. Im Jahr 2017 stellte LG Electronics India Private Limited einen klebrigen Weltrekord auf. Die Mitarbeiter des Unternehmens fertigten die längste Reihe von Klebezetteln an. In einer Linie wurden 114.741 Stücke aus ganz Indien gesammelt. Die Länge der Strecke betrug 8,3 Kilometer. Naja, diese Aktivität könnte ein schönes, entspannendes Hobby werden. Ich frage mich, ob sie das während der Arbeitszeit gemacht haben. Nummer 8. Arrangiere deine Buchstabensuppe. Spielst du manchmal mit deinem Essen? Dann ist dieser Weltrekord genau richtig für dich. Koch dir eine Buchstabensuppe und bilde Wörter auf deinem Teller. Um den Weltrekord zu brechen, musst du nur das Alphabet auf deinem Teller ordnen, aber in weniger als 3 Minuten und 21 Sekunden. Denn das ist der aktuelle Weltrekord. Wenn du dann fertig bist, darfst du nicht vergessen, noch der Gewinner auf deinem Teller zu legen. Nummer 9. Kleb mich an die Wand. Wie schnell kannst du deinen Kollegen an die Wand kleben? Im Ernst, das hast du noch nie ausprobiert? Was Ashrita Furman aus den USA betrifft, so macht er das regelmäßig. Er hat bereits 6 Weltrekorde aufgestellt.
Der jüngste fand 2015 statt, als er in nur 26,69 Sekunden seinen Partner an die Wand klebte. Falls dein Geschwister mal besonders nervig ist, kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Beruhig dich und üb diesen Weltrekord zu brechen. Nummer 10. Mach den Moonwalk. Wenn du viel Platz zur Verfügung hast und ein paar Moonwalking-Fähigkeiten besitzt, hast du alles, was du brauchst, um den nächsten Weltrekord zu schlagen. Die längste Strecke, die eine Person in einer Stunde zurücklegen kann, ist 5,7 Kilometer. Diese Veranstaltung fand in einem Stadion in Zagreb statt. Krunoslav Budisalic lief 12 Runden von je 455 Metern und eine kürzere Runde von 240 Metern. Vielleicht kannst du das ja besser. Aber die Sache ist die, dass der Champion Moonwalker diese Strecke in nur einer Stunde zurückgelegt hat. Halt dich ran. Nummer 11. Die längste Schuhlinie. Ach, was gibt es Schöneres, als Schuhe nebeneinander zu legen? Vielleicht hast du 10.513 Turnschuhe? Dann stell sie doch mal in einer Linie auf. Das National Geographic Kids Magazine nahm diese Herausforderung 2008 an und schuf die längste Schuhlinie der Welt. Sie erstreckte sich über 2,7 Kilometer. Danach spendete das Magazin alle Schuhe für wohltätige Zwecke. Könnte das dein Weltrekord werden? Dann ist es an der Zeit, alte Turnschuhe zu sammeln und nach einem geeigneten Ort zu suchen, um sie aufzustellen. Nummer 12. Ein Eiknacker. Also gut, ich gebe ja zu, dass das Aufschlagen von Eiern etwas Geschicklichkeit erfordert. Wer will schon ein Stückchen Eierschale in seinem Omelett? Niemand. Aber bei diesem ganzen Eiergeschäft geht es nicht nur darum, ein leckeres Frühstück zu genießen. Wenn du Eier vorsichtig und schnell knacken kannst, könntest du einen neuen Weltrekord aufstellen und den von 2011 brechen. Damals knackte Ross McCurdy aus den USA 32 Eier mit einer Hand. Bisher ist das die größte Anzahl von Eiern, die innerhalb einer Minute geknackt wurde. Falls du ein Profi in der Spiegeleizubereitung bist, könntest du dich dieser Herausforderung stellen. Aber denk dran, dass nicht ein einziges Stück Schale im aufgeschlagenen Ei sein darf. Sonst bist du disqualifiziert. Nummer 13. TV-Marathon. Schaust du gerne TV und kannst Stunden vor der Filmkiste verbringen? Dann kannst du berühmt werden, indem du das tust, was du liebst. Auf der anderen Seite ist es vielleicht doch nicht so einfach. Der aktuelle Weltrekord für den längsten TV-Guck-Marathon liegt bei 87 Stunden. Das sind mehr als 3 Tage hintereinander. Falls du dich jetzt entschieden hast, dich dieser Herausforderung zu stellen, achte unbedingt darauf, dass du nicht die ganze Zeit vor dem Fernseher sitzt. Dein Blut muss zirkulieren. Du solltest also ab und zu aufstehen, um etwas körperliche Bewegung einzubinden. Nummer 14. Der schnellste Fensterputzer. Möchtest du, dass deine Fenster immer sauber sind? Dann beginn mit dem Training, um den Weltrekord für die schnellste Fensterreinigung zu brechen. Der aktuelle Rekord ist ziemlich beeindruckend. 3 Bürofenster in nur 9,14 Sekunden. Niemand konnte seit 2009 bessere Ergebnisse erzielen. Du brauchst keine spezielle Ausrüstung, um diese Fertigkeit zu üben, und die Anzahl der Versuche ist unbegrenzt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass deine Nachbarn anfangen, deine makellosen Fenster zu beneiden. Warum also nicht mal ausprobieren? Nummer 15. Lösche deinen Durst. Die schnellste Trinkzeit, die eine Person für 500 Milliliter Wasser brauchte, war 1,75 Sekunden. Wer hätte das gedacht? Es geschah in London während der XFM Breakfast Show 2014. Zugegeben, es war stilles Wasser, denn es braucht deutlich mehr Zeit, um Sprudelwasser zu schlucken. Wenn du dich entscheiden solltest, diesen Rekord zu brechen, denk bitte daran, dass das schnelle Trinken sehr gefährlich sein kann. Trainier für diesen Weltrekord bitte nur in Anwesenheit von Personen, die dir im Notfall helfen können. Abgesehen davon, wie sagt man so schön, nicht lang schnacken, rennen nacken. Nummer 16. Duschrennen. Wie viel Zeit verbringst du unter der Dusche? Je weniger, desto besser. Eigentlich nicht, aber zumindest, wenn du den Weltrekord für die kürzeste Dusche brechen willst. Der aktuelle Rekord beträgt 33,18 Sekunden. Während dieser Zeit musst du deinen Körper einseifen und abspülen und deine Haare waschen und ausspülen. Oh, und lass die Seife nicht fallen und rutsch nicht aus. Und wer steht überhaupt mit der Stoppuhr in deiner Dusche? Denk mal drüber nach. Was ist mit dir? Welchen Weltrekord könntest du brechen?
Erst heute Morgen habe ich meine eigene persönliche Bestleistung aufgestellt für ununterbrochene Tage des Aufstehens. Ja, ohne Unterbrechung. Mal gucken, ob ich das morgen toppen kann. Also schreib uns über deine Ziele unten in den Comments. Vergiss nicht, den Like-Button zu drücken, wenn es dir gefallen hat, und auf Abonnieren zu klicken, denn so bleibst du bei uns auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.